Strahlender Sonnenschein über der Geschäftsstelle vom Tennisverband Rheinland. Im Inneren fand heute die zweite Pressekonferenz anlässlich der ersten Koblenz Open statt. Laut Veranstalter das größte Hallentennisturnier in Deutschland. Das Sportevent wird vom 15. bis 22. Januar in der Koblenzer Conlog Arena ausgetragen und verspricht eine Vielzahl an hochkarätigen Turnieren. Also die beiden aktuell stärksten auf der Meldeliste wären Lukas Rosol und Benjamin Becker. Ich denke mal, die kennt man als Tennisspieler. Rosol hat letztes Jahr den Deutschen ein bisschen Leid zugefügt, indem er beim Davis Cup den entscheidenden Punkt gegen Alexander Zverev geholt hat. Benjamin Becker steht jahrelang oder stand jahrelang Top 60, Top 50 der Weltrangliste. Ist jetzt ein bisschen im Herbst der Karriere angelangt. Ich hoffe, er spielt bei uns. Ich meine, die werden alle noch Australian Open Qualifikation spielen. Die heiße Phase für das Turnier hat längst begonnen. Schon mehrere Tage vor dem ATP-Challenger treffen die ersten Sportler in der Rhein-Mosel-Stadt ein. Ja gut, die ersten Spieler, also der allererste wird wahrscheinlich der Lloyd Harris sein. Das ist ein Südafrikaner, auch ein sehr interessanter Spieler. Vielleicht der erste seit Wayne Ferreira, der wieder das Zeug zu mehr hat. Hat jetzt letzten Herbst, glaube ich, hat er 6 ITF-Turniere in Serie gewonnen. Der hat sich schon für Mittwoch angekündigt mit Gefolge. Also da der ist ein bisschen früher am Start, als wir dachten. Und dann noch viele Doppelspezialisten, die auch kommen werden, die es halt nicht geschafft haben nach Australien. Da haben wir auch ein sehr, sehr starkes Feld mit einigen Top-100-Spielern, die hier starten werden. Und da kommen auch schon einige am Donnerstag und am Freitag. Also da geht es dann richtig zur Sache. Schon im Vorfeld wurden etliche Karten geordert. Turnierdirektor Heiko Hampel zeigte sich mit dem Vorverkauf sehr zufrieden. Für Kurzentschlossene stehen selbstverständlich noch Restkarten an der Tageskasse zur Verfügung. Zum Eintritt gehört auch ein abwechslungsreiches Programm. Ja, es startet dann am Donnerstag mit der Hörtheatrale. Das ist eine Hörkrimi-Darstellung, die gemacht wird um 21 Uhr. Und da gibt es noch eine kleine Players Night dazu für die Spieler, die vielleicht schon ausgeschieden sind, die dann mal einen Schluck noch trinken dürfen. Die anderen dürfen so gerne dazukommen. Freitag haben wir eine Ladies Night, die wir machen mit ein bisschen DJ, aber ein bisschen abtanzen. Und am Samstag spielt Kapelle Petra. Das ist eine deutsche, gute Laune-Popband. Und dann am Sonntag sind die Endspiele. Das ist die größten Rahmenprogramm, was wir haben. Bis Turnierbeginn ist nun allerhand zu tun. Satelliten sollen beispielsweise die benötigte Internetverbindung sicherstellen, damit die Turniere per Livestream ins Internet übertragen werden können. Und auch die passenden Bodenbeläge müssen nach dem Auftritt der Ehrlich Brothers noch den Weg in die Halle finden. Alles in allem eine große Herausforderung für das ganze Team, um die Conlog Arena termingerecht in eine richtige Tennishalle zu verwandeln. Mehr Infos zum Turnier gibt es im Internet unter koblenz-open.de.